Wenn man sich die Eigenschaften des Kia EV6 einmal durchliest, dann könnte man meinen, das perfekte E-Auto gefunden zu haben. Nach rund 2000 Kilometern und 2 Wochen Testphase findet sich dennoch der ein oder andere Kritikpunkt und all das seht ihr in diesem Video. Und damit hey und willkommen zu diesem neuen Video hier bei Jonas und willkommen zum Alltagstest des Kia EV6. Ein Fahrzeug, was ich schon mal testen konnte, denn wir haben damals im Auftrag für ein Autohaus mal ein Video gemacht, wo ich als Moderator das Fahrzeug kurz vorstellen konnte und zuletzt hier auf dem Kanal in unserem Camping-Video gemeinsam mit Made vom Instadriver-Kanal. Da hat er auch schon eine Rolle gespielt. Heute aber endlich hier im Alltagstest und zusätzlich bald auch schon im Langstreckentest. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, solltet ihr spätestens jetzt hier diesen Kanal abonnieren, um zukünftig nichts mehr rund um die E-Mobilität zu verpassen. Was machen wir heute? Wir schauen uns das Fahrzeug natürlich erst einmal hier außen im Roundup an. Ich zeige euch alle Details. Wir gehen dediziert auf Vehicle to Load ein, ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt, was ich euch erzählen möchte, was ihr aber wahrscheinlich auch schon kennt. Deswegen gehen wir da wie gewohnt relativ kompakt drauf ein. Wir zeigen euch das Fahrzeug beim Fahren. Wir gehen auf ein paar Eigenschaften beim Laden ein und dann gibt es wie immer ein Fazit. Also legen wir los. Und dabei starten wir klassisch mit dem Roundup. Dabei schauen wir uns das Fahrzeug im Detail an und wir sehen, wir haben eine sehr flach gezeichnete Front. Mir persönlich gefällt das sehr gut. Wir haben so ein gewisses Riffeldesign, denn das haben wir sowohl an den Radläufen als auch an der Front, als auch im unteren Bereich. Das findet sich dann auch im hinteren Bereich des Fahrzeuges wieder. Die Scheinwerfer sind so flach und breit gezeichnet, dass sie sogar ein schwarzes Element beinhalten müssen, weil das die Technik gar nicht fordern würde. Das neue Kia-Logo steht dem Fahrzeug sehr, sehr gut und insgesamt hat es eine sehr ja, gut ästhetische Anmutung. Die Spiegel sind ein bisschen zu überdesignt, kann man das so formulieren? Ich weiß es nicht. Mir persönlich gefallen aber die einfahrbaren Spiegel, die dann ausfahren, sobald ihr euch dem Fahrzeug nähert. Die Konturen und Linien des Fahrzeuges sind sehr fein und kontinuierlich gezeichnet und das finde ich richtig gut gelungen, denn so spielen die ganzen verschiedenen Linien und auch eben Designführungen ineinander über. Zum Beispiel auch diese Finne am Dach, die zum einen den Dachkantenspoiler beinhaltet, dann aber auch übergeht und für die Nacht sogar ein LED-Licht beinhaltet. Da wurden sich viele Gedanken gemacht, genauso wie das Leuchtenband, was sich von ganz links unten bis rechts unten durchzieht und gleichzeitig als kleiner Spoiler fungiert. Und auch der Blinker im unteren Bereich, der dann in eine Chromlinie übergeht, das hat alles Hand und Fuß und wirkt, als wäre es aus einer Hand. Das riesige Logo auf der Rückseite hätte vielleicht einen Ticken kleiner sein können. Und dann haben wir natürlich wieder die Striche. Und diese finden wir auch in der Außenbeleuchtung, um das schon einmal vorwegzunehmen, zum Beispiel am Leuchtenband oder auch an der Front und selbst an diesen Finnen und dann auch schlussendlich im Innenraum. Es ist einfach ein Konzept, was sich komplett durchzieht, sei es jetzt eben auch hier in der Ambientebeleuchtung, die an manchen Stellen einfach wieder das Strichmuster aufnimmt. Unter dem wunderschönen Leuchtenband verbirgt sich dann ein relativ großer Kofferraum, denn mit 542 Liter ist er nur knapp kleiner als der Konzernbruder Hyundai Ioniq 5, denn der hat 9 Liter mehr, also 551. Und das, obwohl wir hier eine deutlich mehr Coupé-artige Form haben. Der Ioniq kommt ja doch SUV-artiger oder kompaktklassenartiger daher und das hochskaliert. Das ist ja auch so ein bisschen eine schwierige Fahrzeuggröße. Was wir hier jetzt haben und was mir echt nicht gut gefällt, ist dieses händische Rollo. Das heißt, im dümmsten Fall lässt man es hier zurückschnipsen und man muss sich dann eben hinterbücken oder hinterbeugen, um das Ganze wieder rauszuholen. Man müsste es dann so hinterführen. Es sind relativ viel Platz weg, man kann es aber auch entsprechend herausnehmen. Was macht den Kofferraum sehr, sehr gut? Das sind die Rücksitze, das muss man so ehrlich sagen, denn ihr könnt die in verschiedenen Stellungen einstellen und justieren und das ist auch noch abhängig ja, von dieser 60-40-Teilung. Das heißt, wir hatten jetzt zum Beispiel den Fall, dass wir einen großen Koffer auf die rechte Seite geschoben haben und dann nur einen Teil der Rücksitzbank vorklappen mussten, also nur ein Stück, um so deutlich mehr Platz zu bekommen. Hier drin ist jetzt gerade mein Kamerakoffer und die Drohne und eine Decke und auch hier runter hat man noch genügend Platz, um zum Beispiel das Tire-Kit oder dann auch den Vehicle-to-Load-Adapter zu verstauen. Insgesamt hat man also genügend ja, Staumöglichkeiten hier im Kofferraum. Mir persönlich gefällt es sehr gut. Und wenn man es umklappt nach vorne, habt ihr natürlich noch mal mehr Platz, um dann entsprechend alles Mögliche im Alltag zu verstauen. Was cool ist und was ja aufgrund der elektrischen Plattform natürlich auch so ein Stück weit mit einhergeht und was jeder Hersteller eigentlich bedenken sollte, ist der Frunk und den schauen wir uns jetzt an.
Abhängig von der Antriebsart habt ihr so einen kleinen oder noch kleineren Frunk. Das ist aber vollkommen in Ordnung. Was ich nicht mag, ist, dass ihr den im Innenraum, im Fußraum des Fahrers betätigen müsst, um dann hier nochmal eine zweite Entsperrmöglichkeit zu entsichern und dann hier eben den Frunk zu haben. Wir haben jetzt die Allradversion des Fahrzeuges und dementsprechend passt hier wirklich gerade so das Typ 2 Kabel von Kia hinein. Mehr wird da nicht hineinpassen, also keine mobile Ladelösung, kein gar nichts. Das muss man hier wirklich gut positionieren und dann so ein bisschen zudrücken, dass es überhaupt hineinpasst. Versteht mich da jetzt aber nicht falsch. Ich finde es extrem wichtig, dass es diese Verstaumöglichkeit hier vorne gibt. Und ihr seht schon, der Überhang vom Fahrzeug ist nicht zu groß. Dementsprechend hat man hier einfach nicht so viel Platz und es ist okay, solange eben das Kabel hineinpasst. Denn ich möchte im Alltag mein dreckiges Ladekabel, was beim Winter im Matsch liegt, was im Herbst irgendwo ja im Regen vielleicht gelegen hat, wo noch Blätter dran hängen, das will ich einfach hier verstauen können. Und das könnt ihr hier in der Variante in der kleineren Fassung und wenn ihr nur Heckantrieb habt, dann ein bisschen größer. Bevor wir jetzt aber zum Fahreindruck kommen, reden wir noch kurz über Vehicle to Load. Das wird manchmal als V2L abgekürzt, das ist die offizielle Abkürzung dafür und das bedeutet für euch, ihr könnt aktiv aus dem Fahrzeug Energie zurückziehen. Das heißt, wenn ihr beispielsweise wie hier jetzt hier irgendwo außen unterwegs seid und einen Kaffee trinken wollt, dann könnt ihr euch aus dem Akku Strom dafür ziehen. Und das machen wir einfach mal, denn ich finde immer, sowas zu erklären ist dann doch am einfachsten, wenn man zeigt, wie es tatsächlich funktioniert. Und was wäre dazu einfacher, als tatsächlich eine Kaffeemaschine mitzuhaben? Zwei Tassen und natürlich auch Kaffee. So, alles vorbereitet, dass Sarah und ich jetzt hier entspannt ein Käffchen trinken können. Und was brauchen wir noch? Den vorhin gezeigten Vehicle-to-Load-Adapter. Den gibt es zum Fahrzeug dazu und da ist aktuell der EV6 und der IONIQ 5 die einzigen zwei Fahrzeuge, die es in der Art und Weise können. Diesen Adapter benötigt es dazu, der ist zum einen wassergeschützt, zum anderen passt er aber ganz normal hier hinten eben an den Ladeanschluss. Das heißt, ich mache hier diese Seite des Adapters ab, so, stecke die hier hinein, das Fahrzeug erkennt es automatisch, ich kann das hier öffnen, so. Und dann einfach einen Stecker einstecken. Das bedeutet, ich nehme jetzt hier mal meine Kaffeemaschine. So, wo haben wir sie hier? Und stecke den Stecker hier hinten ein, als wäre es eine normale Steckdose zu Hause. Dann muss ich hier oben noch auf Aktivieren klicken. Dann leuchtet hier oben der Adapter grün. Und es kann eigentlich schon losgehen. Ich muss noch Wasser einfüllen und für euch der Hinweis, wir haben das Ganze auch nochmal ausführlicher mit in dem Video gehabt, auch damals in dem Camping-Video, was ich vorhin zu Beginn des Videos angesprochen hatte. Denn wir sind einfach mal drauf eingegangen, was kann der EV6 dann auch zum Beispiel im Vergleich zum Tesla Model 3 besser, wenn es ums Campen geht. Und ich sag mal so, mobil irgendwo einen Kaffee kochen zu können oder auch wir haben damals zum Beispiel einfach ganz entspannt einen Grill angesteckt. Und da waren noch manche andere Sachen dabei, die sich Matthias damals hat einfallen lassen. All das geht über diesen Adapter. Der kann bis zu 3,6 kW Leistung abgeben. Das heißt, es ist auch für alle Haushaltsgeräte genügend Strom da. Und für uns jetzt hier heißt es, einmal draufklicken, die Kaffeemaschine vorheizen lassen, Kaffeetasse drunter und wir können uns einen Kaffee genehmigen. Klar, ist so eine Tasse Kaffee ganz nett, aber ich glaube im Alltag wird es nicht allzu häufig vorkommen, dass ihr das Fahrzeug dann irgendwo neben ein Zelt stellt, um euch da irgendwie eine Kaffeetasse zu machen oder auch beispielsweise einen Campingkocher anzustecken. Wir nutzen jetzt Vehicle to Load für eine viel praktischere Variante. Denn wir hatten letztens zum Beispiel zu Hause den Fall, da hatten wir Stromausfall. Das erste Mal, dass ich mich da erinnern kann in den letzten Jahrzehnten, dass es überhaupt war. Und da konnte Sarah ihre Haare nicht trocknen, dass obwohl der ENIAC, den wir damals zum Testen hatten, eine normale Steckdose hinten drin hatte. Nur mit 150 Watt, die hat nicht geholfen. Dementsprechend kann euch der hier da auf jeden Fall den Hintern retten oder man nutzt es, um ein anderes Fahrzeug zu laden. Und das probieren wir jetzt mal. Dazu habe ich jetzt hier den Energy Kick mit dabei, meine mobile Ladelösung der Wahl. Und ich glaube, viel mobiler als in so einem Fall hier geht das Ganze gar nicht. So, und da gibt es ja die normale Adaptertätigkeit hier, also den Adapterstecker. Wo haben wir den? Hier unten drin, inmitten der ganzen vielen Adapter, die es ja gibt. Das heißt, ihr könntet ja auch über 16 Ampere laden oder ähnliches. Wir nutzen jetzt aber den normalen Schuko-Stecker, den es da gibt. Das heißt, hier einmal das Ganze nehmen, anstecken und hier ranstecken. So, und wir schalten es an. Und was macht der Energy Kick? Der bootet ab, zeigt an 8 Ampere und sollte jetzt den Willkommensdown machen. So, jetzt haben wir den hier. Und ich habe das in diesem Campingvideo schon einmal gemacht und euch gezeigt und so ein bisschen Matthias damit auf die Schippe genommen, denn ich habe mir dann nachts einfach, als er am Lagerfeuer saß, die ein oder andere Kilowattstunde bei ihm geklaut. Wir machen das Ganze jetzt nochmal, um es euch zu zeigen. Dazu muss ich natürlich, so ein bisschen unkoordiniert hier, den Tesla nochmal öffnen, beziehungsweise die Ladeklappe. Und dann stecke ich das Ganze hier an. So, einmal hier ran. Und dann kann ich jetzt in der Energy Kick App nachschauen,
wie viel Strom gerade tatsächlich fließt. Denn wir müssten ja mit diesem System hier jetzt 3,6 kW rüberbringen in den Tesla und der sollte entsprechend jetzt laden. So, und wir gucken mal, was zeigt jetzt hier an. Die Ladung ist da, wir haben entsprechend auch Spannung da. Wir brauchen jetzt nur noch hier die Ladung starten. Was zeigt er an? So, 6 Ampere blinken, 13 Ampere blinken. Sollte es eigentlich losgehen? Denn dann können wir aus dem Kia theoretisch unseren Strom nehmen. Wir ziehen den einmal hier durch das zugegebenermaßen lange 10 Meter Kabel in den Tesla und können so, egal wo wir sind, unterwegs das eine Auto mit dem anderen überbrücken. Jetzt ist es unfair, beide haben 50%. Das machen wir lieber nicht. Aber es ist trotzdem gut zu wissen, dass das geht. Und so kann man das für viele Varianten nutzen. Sei es jetzt eben unterwegs dann, wenn man irgendwo mal ein Gerät anstecken will, dann funktioniert das hier rüber. Und ihr habt ja auch noch, müssen wir auch zugeben, eine vollwertige 230 Volt Steckdose hinten unterhalb der Sitzbank. Und da könntet ihr das gleich natürlich auch machen. Von außen geht es aber auch über das Netz. Zum allgemeinen Fahrgefühl kann man sagen, dass er mir rein vom Ansprechverhalten und auch von der Allradauslegung sehr gut gefällt. Was mir nicht gut gefällt, ist das doch eher schwammige Fahrwerk und das leitet mich dann öfter dazu, dass ich dann doch eher im Sportmodus fahre, einfach weil dann zumindest die Lenkung etwas straffer ist. Im Fahrwerk merkt man da leider keinen Unterschied, das heißt, wir haben hier keine adaptiven Dämpfer oder ähnliches und das ist ein bisschen schade, denn gerade auch auf der Autobahn, da gehen wir im Langstreckentest nochmal drauf ein, ist es mir tatsächlich zu schwammig. Wenn man jetzt hier auch so auf Landstraßen fährt, da wippt das Fahrzeug schon an sich sehr, sehr stark nach. Also wie tief das reingeht, da merkt man einfach die Höhe von dem EV6. Das ist okay, wenn man sich überlegt, wie das Fahrzeug ausgelegt ist, denn es kommt ja tatsächlich als Crossover daher. Das heißt, es hat einfach dieses hohe Dasein. Mir persönlich liegt dieses Fahrgefühl aber nicht, denn man schwimmt so ein bisschen über die Straßen und es hat einen sehr, ich sag mal, amerikanischen Look. Insgesamt ist dann die ganze Auslegung in Ordnung. Das heißt, wenn man jetzt hier zum Beispiel die Spurhaltung sieht oder ähnliches, der greift nicht zu früh, nicht zu spät, der piept aber sehr oft. Das heißt, auch wenn ich jetzt hier zum Beispiel ja, aus dem Blinker rausgehe oder wenn ich das One-Pedal-Driving aktiviere oder deaktiviere, dann geht er immer wieder rein und das ist ein bisschen schade. Zum One-Pedal-Driving kann man sagen, es ist cool, dass es das gibt. Man kann die Rekuperation an sich ansonsten in 3 verschiedenen Stufen einstellen und Rekuperation oder beziehungsweise One-Pedal-Driving ist dann eben noch eine Stufe on top, sodass man hier die Möglichkeit hat, sozusagen eben nur mit dem Gaspedal zu fahren. Was hat das für einen Vorteil? Man kann in der Stadt oder auch jetzt hier über Land immer den Fuß auf dem Gas lassen, ohne jemals entscheiden zu müssen, oh, jetzt gehe ich dann vielleicht doch eher auf die Bremse. Das ist gut, nicht perfekt umgesetzt, denn jedes Mal, wenn man einsteigt, muss man das gewissermaßen neu bestätigen. Ja, das ist dann schon wieder Jammern auf hohem Niveau, aber ich möchte es eben an der Stelle sagen und dann eben noch gepaart mit diesem Ton. Okay, sei es drum. Auf die Fahrerassistenzsysteme gehe ich ja dediziert nochmal im Langstreckentest drauf ein. So viel gesagt. Ich verstehe nicht, wieso das Fahrzeug die Spur nicht dauerhaft konstant in der Mitte halten kann, denn der schwimmt die ganze Zeit. Das heißt, das Lenkrad hat sehr viel Spiel und macht die ganze Zeit so eine Rechts-Links-Bewegung, sodass dann den Passagieren im Fahrzeug relativ schlecht wird und einem als Fahrer, ja, das nicht so leicht fällt, das Fahrzeug tatsächlich gerade in der Spur zu halten mit dem Assistenten, denn man muss immer so ein bisschen dagegen arbeiten und das ist echt nicht so einfach. Aber wenn ich jetzt hier zum Beispiel gerade auf die Schnellstraße auffahre, dann liebe ich diese Ansicht vorne im Cockpit, sodass ich eben einfach diesen Totwinkelassistenten eingeblendet bekomme. Wir kennen das ja von Tesla, da ist das mittig auf dem Display. Die haben das hier im Kia eben schon eher eingeführt. Und das in einer sehr hohen Perfektion, denn man sieht es sehr, sehr gut und eben mehr im Sichtfeld, als es dann bei Tesla der Fall ist. Mir gefällt auch das Augmented Reality Head-Up Display und auf das gehen wir jetzt ein. Nicht nur beim Einschalten des Fahrzeuges und Erleuchten des Kia-Logos in der virtuellen Realität, nein, in sämtlichen Situationen hilft dieses. Denn ihr habt beispielsweise den Totwinkelwarner, den ich ziemlich clever finde, aber da hört es nicht auf. So bekommt ihr sämtliche Informationen zu eurer Navigation und auch zu den aktuellen Assistenzsystemen im unteren Bereich angezeigt. Darüber ist dann aber der AR-Bereich. Und hier habt ihr zum Beispiel die Info, wenn ihr eine Spur verlasst, wo euch Pfeile darauf hinweisen, dass ihr doch bitte wieder in eure Spur zurück solltet. Und im nächsten Schritt bekommt ihr dann die Information, wenn ihr den automatisierten Spurwechsel vornehmt, sodass ihr eben seht, wie ihr gerade die Spur wechselt. Und das ist tatsächlich hilfreich, weil man die ein oder andere Info sieht, ohne den Blick von der Straße wenden zu müssen. Auch der Abstand zum Vordermann wird so symbolisiert und man hat einfach ein Gefühl dafür, was das Fahrzeug gerade tatsächlich sieht. Aber auch Navigationsinformationen werden mittels Pfeil angezeigt.
Da gibt es zugegebenermaßen Systeme, die das besser machen, wo der Pfeil tatsächlich gefühlt im Raum liegt und nicht nur größer und angepasst dargestellt wird. Beispielsweise Mercedes ist da aktuell auf einem ganz anderen Level und man hat das Gefühl, der Pfeil ist angepinnt. Aber das hier ist schon vergleichbar und zum Beispiel auch ähnlich mit VWs Modell. Ausführlicher gehen wir natürlich zum Thema Laden auf dem Langstreckentest ein. So viel aber vorweg. Das Fahrzeug hat ein 800 Volt Bordnetz und entgegen der meisten anderen Modelle, bis auf den Taycan neben uns, haben die aktuellen Fahrzeuge alle 400 Volt im Bordnetz. Was bedeutet doppelt so viel Volt? Wahrscheinlich auch doppelt so viel Laden. Ganz so ist es nicht. Das Fahrzeug kann bis zu 240 Kilowatt Ladeleistung aufnehmen und lädt in atemberaubenden 18 Minuten von 10 auf 80%. Das konnten wir selber herausfinden, all das seht ihr im Langstreckentest. Nevers ist aber trotzdem wichtig, euch das hier einmal zu zeigen, wie gut das funktioniert. Natürlich ist es dann aber immer abhängig von der Ladesäule. Zum einen muss die 800 Volt überhaupt erst einmal können, denn ja, es gibt auch noch Säulen, die leider nur 400 Volt können. Und ihr müsst Ladesäulen haben, die das Ganze individuell machen. Zum Beispiel hier bei Ionity, da ladet ihr eben nur an eurer Säule, da müsst ihr euch die Ladeleistung nicht splitten. Wir hatten auf dem Langstreckentest aber auch das ein oder andere Mal die Situation, wo man eben mit seinem Gegenüber oder mit dem nebenan sozusagen die Ladeleistung splitten musste und dann ist von den 240 kW leider nichts mehr zu spüren. Insgesamt ist aber eine perfekte Ladezeit und macht richtig viel Spaß, so unterwegs zu sein, denn 18 Minuten an der Ladesäule kurz zu stehen, ist wirklich keine Zeit. Das ist keine Ausrede mehr für all diejenigen, die jetzt sagen, nein, E-Mobilität ist nichts für die Masse. Das kann man auf jeden Fall mit dem Auto hier spätestens widerlegen und gerade auch, weil man ja sieht, dass es eben in der Preisklasse ist, die eben nicht bei einem Porsche oder einem Audi GT liegt. Und dementsprechend macht es richtig viel Spaß, mit dem unterwegs zu sein. Es gab ein paar Probleme mit dem Fahrzeug im Winter. Das haben andere Kollegen von uns berichtet, die eben gesagt haben, dass er, ja, wenn der Akku kalt ist, leider nicht die Ladeleistung abrufen kann. Und das auch noch mit dem Hintergedanke, dass eben das Fahrzeug nicht aktiv temperieren kann. Wenn es das aber macht und wenn das dann eben auch vernünftig funktioniert und vielleicht auch nachgesteuert wird, dann ist es aktuell die beste Ladeleistung, die ihr in der Klasse bekommen könnt. Wir nutzen jetzt aber natürlich die Ladepause, um uns endlich mal um das Interieur zu kümmern. Jetzt sind wir schon gefahren, wir kennen das Auto von außen, aber wie sieht es eigentlich innen im Detail aus? Und da kann ich so viel sagen, als dass es wirklich hier innen drin sehr zu überzeugen war. Wir hatten den IONIQ 5 hier in einem Kurztest und wir warten gerade darauf, dass wir den euch in einem langen Test auch noch zeigen können. Und da fand ich die Materialanmutung nicht allzu gut, aber hier drin ist es wirklich sehr gut. Ich würde das fast so ein bisschen vergleichen wie bei dem VW ID.4 im Vergleich zu einem Skoda Enyaq, wo der Enyaq ja auch deutlich mehr überzeugen weiß so rum. Ich finde sowohl das Design hier mit diesen vielen Dreiecken als auch die Anmutung im Allgemeinen sehr, sehr schön. Ich vermisse auch nicht eine verstellbare Mittelkonsole, denn die ist schön gestaltet. Manche Tastenbelegungen verstehe ich nicht ganz, allen voran den Einschalter. Bei einem Elektroauto braucht es ihn eigentlich nicht, vor allem auch auf so einer Plattform, aber okay. Da hat sich Kia und Hyundai wahrscheinlich irgendwas bei gedacht. Ich verstehe nicht, was es ist, aber das lasse ich mal an der Stelle so stehen. Ich mag auch diese Zweifarbenlackierung im Interieur, bis auf das Lenkrad. Das ist irgendwie, da passiert sehr viel. Da haben wir drei verschiedene Materialien, allein im hellen Bereich. Das heißt einmal im Airbag-Bereich, einmal hier in der Umfassung von den Multifunktionselementen und dann auch noch der untere Rand. Das sieht alles so ein bisschen zusammengemixt aus. Aber ansonsten kann ich hier wirklich überhaupt nichts beanstanden. Diese Displays im Dunkeln sehen sehr, sehr cool aus. Es wirkt wie eins, es ist leicht gewölbt. Und auch diese doppelte Steuerung hier, dass ich über Touchgesten eben zwischen den Navigationseinstellungen und der Klimatisierung wählen kann. Ich finde es richtig cool. Und das ist schon so ein bisschen so ein Hinweis darauf, wo das auch mit der Marke Kia auf jeden Fall hingehen kann und wie die sich in den letzten Jahren entwickelt haben. Der Innenraum wirkt verspielt und aufgeräumt zugleich. Und so seltsam das auch klingen mag, ist die Materialwahl und Anmutung im Innenraum genau das. Denn der wilde Mix aus hellen Elementen und dunklen, gepaart mit guten Materialentscheidungen und dann zum Beispiel hier diesen Dreiecken, macht das Fahrzeug im Innenraum unruhig, aber auch sehr wertig. Der Sound im Innenraum hier mit der Meridian Soundanlage ist wirklich gut und auch die Steuerung ist durchdacht, wenngleich ein bisschen chaotisch. So habt ihr zum Beispiel weiterhin einen Start-Stopp-Knopf. Ihr habt davor dann ein paar Elemente der Klimatisierung. Wenn ihr mehr Elemente wollt, benötigt ihr aber eine separate Steuerung. Ich finde es cool, dass die Mittelkonsole schwebend ist und auch dieses Doppel-Display-Design gefällt mir persönlich sehr gut. Die Steuerung der Klimatisierung erfolgt dann durch ein drittes Display. Dieses kann aber umgeschalten werden zwischen der normalen Steuerung und der Klimatisierung. So stellt ihr in dem einen Moment über den Regler die Temperatur und im nächsten Moment die Lautstärke, aber das beides nicht
gleichzeitig da. Schauen wir uns das Display an sich an. Mir persönlich gefällt das Fahrer-Infodisplay sehr gut. Es ist hochauflösend und auch die Animation in den verschiedenen Fahrmodus ist wirklich vernünftig gemacht und ihr bekommt alle Infos, auch wenn ich mir manchmal eine Karte hier drin gewünscht hätte. Das Mitteldisplay und sozusagen Multimedia-Screen ist gut, wenn man einzelne Apps nutzt. Was man leider nicht nutzen kann, ist eine Routenplanung, denn die gibt es schlichtweg nicht. Wenn ihr hier ein Ergebnis eingebt, ja, dann werdet ihr einfach nur zur nächsten Ladesäule geleitet. Schaut euch dazu gern das Langstreckenvideo an. Das Display ist leicht gekurvt und an sich wirklich flüssig und es ist optisch schön aufbereitet. Schaut man dann aber eine Menüstruktur weiter nach unten, ja, dann wirkt es eher doch wieder veraltet. Und hier muss Kia auf jeden Fall nachbessern. Das betrifft aber den gesamten Konzern, denn da ist einfach Handlungsbedarf. In der Software jetzt noch nachlegen und dann haben wir ein nahezu perfektes Fahrzeug. Und das gilt zum Beispiel auch für Apple CarPlay und auch Android Auto, denn das müsst ihr beides mittels Kabel verbinden. Und das, obwohl wir in der Mitte präsent eine riesige kabellose Ladefläche haben. Das ist sehr schade, auch wenn ich Apple CarPlay hier im System sehr gern genutzt habe und das dann eben meine Navigation ersetzt hatte. Mindestens genauso viel, wenn nicht sogar noch mehr Platz, hat man dann hier hinten. Wenn ihr euch das mal anschaut, wie viel Platz hier zwischen meinen Knien und dem Vordersitz ist, der jetzt auf mich eingestellt ist, ja, zugegebenermaßen auf eine Größe von 1,73 Meter, aber dennoch, was hier geboten wird, ist brutal. Man könnte ein bisschen beanstanden, dass man hier die Füße nicht komplett perfekt unter den Vordersitz bekommt, aber da würde ich großzügig hinwegsehen, denn wir haben hier einfach in der Mitte so viel Platz, dass ich meinen kompletten Fuß hinstellen kann. Wir haben einen ebenen Boden aufgrund der E-Plattform und insgesamt fühlt es sich hier echt cool an. Ich hätte sehr, sehr gerne noch ein Glas Panoramadach. Ich weiß, es ist hier ja aus Effizienzgründen nicht verbaut, da die doch immer den ein oder anderen Kilogramm mehr wiegen. Dennoch hätte man dann noch mal ein schöneres Raumgefühl. Aber ich sag mal so, gerade wenn man sich sowas hier anschaut mit Cupholdern oder auch eben nicht und wie breit diese Mittelarmlehne ist, man hat hier so viel Platz und ich glaube, hier entspannt zu viert zu reisen ist gar kein Problem. Und ich würde mich sogar so weit aus dem Fenster lehnen, zu sagen, selbst zu fünft ist es hier kein Problem. Und wenn man dann noch überlegt, dass man vielleicht Kinder hier hinten reinnimmt und dann die Rücksitzbank so ein bisschen mehr aufstellt, weil man eben hinten im Kofferraum mehr Gepäck mitnehmen muss, dann ist das in Summe wirklich vernünftig, hier das in den Stufen so einzustellen. Da ist ein Hebel unten an der Seite, da kann man das dann in drei verschiedenen Stufen variieren. Ich bin begeistert. Also wirklich, ganz ehrlich gesagt, auch aufgrund von dieser Dachlinie, die dann doch relativ schnell runterläuft, ist verrückt, wie viel Platz hier drin ist. Zum Innenraum und Multimedia gehört hier bei Jonas auch immer die App, denn diese ist einfach ein wesentlicher Bestandteil. So sind Funktionen wie Klimatisierung starten, Fahrzeug entriegeln oder auch wieder sperren eigentlich eine Grundvoraussetzung bei E-Autos, da es die Funktionen ja irgendwo eh hinterlegt gibt und das Fahrzeug nicht extra einen Motor starten muss. Ihr könnt hier aber mehr, so könnt ihr zum Beispiel den Chargeport öffnen und ihr bekommt auch deutlich mehr Informationen zum Fahrzeug. Ihr könnt beispielsweise Ladetimer setzen, ihr könnt das Limit einstellen und ihr seht auch wirklich detailliert sämtliche Eigenschaften. Außerdem habt ihr den aktuellen Standort des Fahrzeuges immer in der App hinterlegt und ihr könnt euch anzeigen lassen, was eure Verbrauchswerte waren, wie weit ihr gefahren seid und das ziemlich detailliert hier in den Statistiken. Das gefällt mir echt sehr gut und da ist die Kia-App auf einem guten Level. Wo ihr unbedingt vorbeischauen solltet, ist bei InstaDrive, meinem Kanalpartner, denn dort bekommt ihr auf das Easing, so heißt es Leasing, mit allen Sachen integriert, wie beispielsweise auch Versicherung und Service, 5000 Kilometer on top auf eure Laufzeit, wenn ihr den Code Hashtag Jonas nutzt. Schaut da gerne mal vorbei, da gibt es den Kia EV6 in der Long Range Variante, aber auch in der normalen Variante. Und da könnt ihr euch den einfach konfigurieren und dann eben in der Wunschlaufzeit mit der Wunschanzahlung und so weiter für euch easen. Schaut da gerne mal vorbei, Link ist unterhalb des Videos. Was wir uns da anschauen, ist der Schlüssel, auch wenn der gar nicht so wichtig ist. Der ist optisch ein bisschen anders aufbereitet. Was aber cool ist, ist dann auf der Hauptseite, denn hier könnt ihr das Fahrzeug fahren lassen. Ich muss aber sagen, dass es nicht zu gut funktioniert hat und mehr ein Gimmick ist. Nichtsdestotrotz, das Fahrzeug nur mittels des Schlüssels einfach in die Parklücke zu fahren, ist schon wirklich eine witzige Sache. Nach zwei Wochen mit dem Kia EV6 kann ich sagen, dass auch er nicht das perfekte E-Auto ist. Er ist auf meiner persönlichen imaginären Liste der besten E-Autos definitiv sehr weit oben und es sprechen auch Punkte dafür. Ein 800 Volt Bordnetz mit damit verbundenen rund 18 Minuten von 10% auf 80%, einer sehr, sehr guten Langstreckentauglichkeit dank der guten Effizienz. Und dann haben wir aber auf der anderen Seite die Punkte wie die Software und leider auch das Fahrwerk. Am Fahrwerk könnten Sie erst per Hardware was machen, sodass neue Modelle was bekommen. Die Software kann aber nachgebessert werden. Das sehen wir bei anderen Herstellern und da muss Kia, Hyundai und Genesis auf jeden Fall ran. Denn
Die Routenplanung und auch das Layout im Allgemeinen ist nicht mehr State of the Art. Ich möchte mit so einem Fahrzeug, vor allem wenn es so langstreckentauglich ist, dann auch die Langstrecke unbekümmert antreten, ohne a Better Route Planner oder ähnliche Drittanbieter-Apps nutzen zu müssen. Wenn das hier reinkommt und dann vielleicht auch nach CarPlay irgendwann kabellos funktioniert, dann ist der sehr, sehr weit oben auf der Liste der besten E-Autos. Und wenn ihr herausfinden wollt, was für euch das beste E-Auto ist, dann schaut eins dieser Videos hier an, denn wir testen für euch nicht nur Kia-Modelle, sondern alles, was es rein elektrisch gibt. Und dann solltet ihr da unbedingt vorbeischauen, um weiter informiert zu sein, und schreibt unbedingt in die Kommentare, was ihr von dem Fahrzeug und dem Video haltet, und gebt gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Format gefallen hat. Und dann sehen wir uns bei einem der nächsten Videos wieder, und wenn ihr da klickt. Bis dahin. Ciao.